¿No pagaste? Dale. Bueno, empiezo yo de alguna manera. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este Salón Berlinés. Hoy cambia un poco el título, es Salón Berlinés Live Salón, un podcast. Es un proyecto que armamos con Ingeborg, con el asesoramiento así de nadie, pero me están diciendo que me calle. Pero gracias, Timo, por toda la banda. Bueno, esto lo banca teóricamente, porque todavía no apareció la guita, el Senato Pactum por Fuga Cultura Europa. Hoy, Europa, no nos olviden de la EU, es OU. Y hoy, bueno, hoy empezamos, y es. Estoy aquí con mi gran amiga y socia, colega, la colega Néstor, pero ella es doctora, yo no. Literatura, y hoy es nuestro primer evento, y está Sabine Schoch, que va a leer obviamente en alemán, y nuestra querida, así ya conocida, Rita González Esaines, que va a leer en español, y tenemos también las traducciones cruzadas, que luego leeremos, no sé si con Ingeborg, o bueno, ella leerá en alemán lo de Rita, y yo leeré en español lo de Sabine. Lo siento, Sabine, no soy muy buen lector, pero sí, lector de Foalese. Y bueno, y supongo que hay gente que no habla español, entonces Ingeborg va a traducir lo que yo dije, más o menos. Lo lamento, Ingeborg. Menos las pavadas, podéis decir la parte oficial. Un aplauso para nuestras primeras. Ich sage es kurz auf Deutsch. Also willkommen alle. Es beginnt heute der Salon Berlinés Live Salon Podcast, der etwas anderes ist als der Salon Berlinés, der seit September stattfand hier in der gleichen Location, organisiert von Pepe, der aber immer nur spanischsprachige Literatur, manchmal auch Musik oder andere Kulturveranstaltungen präsentiert hat. Und heute ist eben die Eröffnung unseres zweisprachigen Berliner Salons, der bis Dezember in 16 Veranstaltungen immer einen spanischsprachigen Autor, Autorin und eine deutschsprachige Autorin oder Autorin zusammen vorstellt. Wir sind sehr gespannt, wir sind sehr stolz, freudig, heute eben Sabine Schoch und Rita und Sassanis begrüßen zu dürfen und heißen euch herzlich willkommen. Genau, und wir danken auch dem Senat, der das unterstützt. Finanziell, genau, das Geld ist nicht angekommen, Haushalt ist beschlossen, aber wir wählen uns auf der sicheren Seite. Und danke an Timo und Mento. So, ¿quién es esta hoy? Están Rita González Esaines, gran poeta argentina, que está viendo en Berlín desde hace un tiempito, aparte es programadora, pero bueno, hoy nos ocupa de su faceta de poeta. Y Sabine Schoch, gran poeta, escritora alemana, que ha vivido en distintos lugares, pero ahora vive en Berlín, Madrid, y antes vivió mucho tiempo en São Paulo, en nuestro vecino Brasil. Y no sé, y están a punto de comenzar su lectura, pero supongo que Ingeborg querrá hablar un poco de cada una. Yo de Rita lo único que puedo decir es que es una gran poeta, gran mujer, gran amiga, que ha nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, ha estudiado relaciones internacionales en Azul, pero ha dejado Azul precisamente para estudiar literatura, letras, en Filo, en la facultad de Filo en Juan, supongo. Sí. Y sí, la dirección no se la doy exacta, pero es el 480. Y bueno, y aquí la tenemos. Es licenciada en letras, es programadora, es poeta, es performancica. Y hoy va a leer, pero primero lo va a hacer Sabine. Y Sabine es una escritora de larga data aquí en Berlín, en Alemania, en el planeta. Y tiene tantas cosas para decir. Ella nació, ¿puedo decir deine Datum? Geburts Datum? Ja. Sabine Schoch nació el 1 de septiembre en Ochtrup. Es una escritora alemana, como ya lo habrán intuido.
Estudió lengua y literatura alemanas y filosofía en la Westfälische Wilhelms-Universität de Münster del año 90 al 99. Y vivió y trabajó durante mucho tiempo en San Pablo, como dije antes, en Brasil, y ahora vive actualmente en Berlín. Y bueno, la actividad artística, esto es parte de la Wikipedia que estoy leyendo, y desde el 99 Sabine se ha ganado una reputación como intérprete gracias a sus actuaciones en distintos festivales internacionales. Tiene un montón de premios. Tiene un premio GWK de promoción de la literatura, el premio León Sirena junto a Silke Schoenermann. Esto es del 2000 y 2001. También en el 2001, año tan caro a nuestros compatriotas argentinos que tuvieron que emigrar, ha ganado el premio de promoción del premio Ernst Meister de poesía del estado de Renania del Norte de España para la literatura. En el 2003 la beca Villa Aurora. Tantos premios ha ganado que si yo sigo leyendo los voy a aburrir, pero sí, absolutamente merecidos. Y ahí tiene distintas publicaciones de libros que ahora, bueno, Thomas Pynn descubre a Sabine Schoch, son poemas, el álbum Poemas, reimpresión de nuevo diseño. Y tantas cosas para hablar de Sabine que prefiero que lo haga ella. Bien, also auf Deutsch, Rita, ist in Azul geboren, in Argentinien, hat Literaturwissenschaften studiert und arbeitet jetzt als Programmiererin, inzwischen in Berlin, und hat verschiedene Gedichtbände schon veröffentlicht und stellt sie oft auch als Performances vor. Sabine Schoch ist 1970 in Hoftrup in Nordrhein-Westfalen geboren, hat Germanistik und Philosophie studiert in Münster und lebt und arbeitet lange Zeit in Hamburg, aber auch in Brasilien, in São Paulo, 8 Jahre lang, inzwischen in Berlin. Ihre Texte bewegen sich auf dem Grenzbereich zwischen Fotografie und Bild. Zwei Gedichtbände, Album in Farben, erschien 2008 und ein Band mit Prosa-Miniaturen Tiere in Architektur 2013. 2021 erschien Haus für einen Boxer in Zusammenarbeit mit Sebastian Ernst und Goldenes Geschick. Und als Ausstellung mit Texten und Performance fand im Museum für Naturkunde statt, The Origin of Sense. Wintersemester 2018 und 19, Sommersemester 2019 lehrte sie am Deutschen Literaturinstitut Leipzig ungewisse Format. Wie Pepe schon sagte, sie hat eine Reihe von Preisen erhalten. Ich nenne die den letzten, das Villa Aurora Stipendium, Thomas Mann Stipendium, richtig? Und auch das Stipendium der Villa Massimo Stiftung in Rom. Die Deutsche Presse in Nature Writing und den Bogenpreis der Deutschen Akademie Villa Massimo ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, Sie heute beide hier begrüßen zu dürfen, Und ich soll mich ersetzen. Okay. Gebe, was meine Gedichte, was meine Übersetzung ausgibt? Sollen wir der Bahn von draußen hier reinholen, damit alle sind? Vielleicht macht es Sinn. Sagen wir. Ja, hier? So, oder hier? Oder zwei Stunden hier? Ja. Ja, vielen Dank für die nette Einladung. Ich bin überrascht. Ja, buenas noches. Mein Spanisch ist fraco, aber wir können uns auch verlangen, Portugiesisch. Ich kann einiges verstehen, aber ich werde jetzt doch auf Deutsch auch vortragen. Ich hoffe, das ist auch genehm. Ich habe überlegt, was präsentiere ich heute Abend. Ich habe tatsächlich etwas Neues mitgebracht und das ist, da ich öfter kollaboriere, entstanden für die Deutsche Oper Berlin. Das war am 17.01.2022, war die Premiere.
Ich habe auf die schöne Magelone geantwortet. Von Johannes Brahms, ein Text von Tieck, aus dem er sozusagen die, aus den 18 Romanen 15 gelöst hat, die er dann vertont hat. Und ich habe mit einem eigenen Text darauf geantwortet und habe auch noch jemanden dazu gebeten, nämlich Julian Paschen, ein Friseur bei Chiwanka am Sabinenplatz beschäftigt, weil das Leitmotiv dieser Geschichte dreht sich, wenn ich jetzt gerade zur Rita schaue, um die Haare. Das hat jetzt hier sehr gut gepasst. Und es ist mit Video begleitet gewesen von einem Haarschnitt. Und ich mache mal eine kleine Einführung in das, was im Grunde gelaufen ist oder worauf ich geantwortet habe. Als die Aufgabe an mich erging, die schöne Magelone poetisch zu begleiten und ich mich in den Stoff einarbeitete, musste ich an meinen ersten Liebeskummer denken und wie mich mein erster Freund verließ. Als er beschloss, mehr Zeit mit seiner Punkband verbringen zu wollen und das lieber als mit mir. Wie ich viel lieber die Zeit mit ihm verbrachte, als mit irgendetwas anderem. Mein Vater versuchte mich zu trösten mit den Worten, es gibt nicht nur eine Handvoll, es gibt ein ganzes Land voll. Was ich als wenig tröstlich empfand und nur umso lauter losheulte, aber ich will doch nur den einen. Anders als Graf Peter in der schönen Magelone verliebte ich mich 8 Wochen später allerdings wieder neu und als daraufhin mein vorheriger Freund sein abgelegtes Fell schwimmen sah und es zurück wollte, entschied ich mich dennoch für die neue Liebe. Anders als Graf Peter in der schönen Magelone wurden wir auch nicht durch ungünstige Umstände und außerordentliche Gegebenheiten voneinander getrennt. Und so dachte ich sicher auch, wer sich einmal willentlich von mir verabschiedet, wird es sicher bei der nächsten Gelegenheit wieder tun. Und zudem war ich wirklich heftig neu verknallt, so Unrecht hatte mein Vater also gar nicht, wenngleich er sich sein Leben lang nicht neu verliebte. Zumindest weiß ich davon nichts. So ist denn meine Einlassung auf die schöne Magelone Confessional Poetry geworden. Ich konnte nicht anders, als mich auch an meine Liebesirrungen und Wirrungen zu halten, sodass ich auf die unleidige Frage an Autorinnen, haben Sie das alles selbst erlebt, einmal freimütig antworten mag, ja klar, was denn sonst? Zumindest beinahe genauso, denn ganz zuverlässige Erzählerinnen sind Dichterinnen ja nie. Die schöne Magelone, Opus 33, Johannes Brahms, Ludwig Tieck. Die schöne Magelone ist der einzige wirkliche Liederzyklus, den Johannes Brahms unter seinen Kunstliedern 1861 zu komponieren begann, und in 5 Heften zu je 3 Romanzen zwischen 1865 und 69 herausgab. Er entnahm die Verse Ludwig Tiecks wundersamer Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence. Schon Tieck griff damit 1797 auf einen Stoff zurück, der sowohl im Hochmittelalter bei Bernard Betrève als auch in den Erzählungen aus 1001 Nacht zu finden ist. Diese wundersame Liebesgeschichte inspirierte Liebespaare auf der ganzen Welt, sich mit ihr zu identifizieren. So verfasste die als Hexe verbrannte Rebecca Lamb aus Nördlingen ihre Briefe aus dem Kerker an ihren Mann Peter mit »O Schatz, deiner unschuldigen Magelona«. Es sind immer die äußeren Umstände, welche die innigsten Verbindungen trennen oder verhindern. Wer ist da nicht geneigt, heute nicht minder an politisch brisante Entscheidungen über Nachzug von Familienangehörigen nachzudenken, so sorgt der Stoff oder seine Bearbeitung durch Tieck dafür, dass man trotz aller Gefühligkeit auch den Verstand einschaltet. Brahms quittierte die Uraufführung schon mit einer Absage an einen zwingenden erzählenden Zusammenhang. Ich habe wirklich bloß die Worte in Musik gesetzt und es geht niemand dabei die Landschaft oder das Hospital oder sonst was an. Womit er schon den eher fragmentarischen Charakter des Zykluses betont und vielleicht in Anteilen der an den Haaren herbeigezogenen Love Story weniger Bedeutung beimisst als den intensiven Gefühlen. Obschon ja gerade die Haare ihren novellistischen Wendepunkt begründen. So bleibt denn die schöne Magelone vielleicht zuletzt deshalb ein weniger bekannter Liederkreis, weil er ohne Storyboard kaum erzählerische Kohärenz aufweist. Vielmehr lebt er von den intensiven Empfindungen, die sich um wenig mehr als die Gefühle der Liebe drehen, oder um es mit einer Zeile der Post-Punk-Popband Bluefield zu paraphrasieren, hier ist mal nicht alles, was das Leben fragt, kommst du mit in den Alltag. Hier herrschen die außerordentlichen und wenig alltäglichen Begebenheiten vor. Es wird höfischer Minnesang genauso zitiert wie rezitativer Sprechgesang angewandt und Brahms, selbst der nie eine Oper komponierte, verteidigte den Zyklus gegen seinen Biografen Kalbeck als eine Oper im Taschenformat mit den Worten, sind die Romanzen nicht auch eine Art von Theater? Und sie könnten theatraler kaum sein.
Soll ich oder soll ich nicht die Geschichte erzählen, die den wunderschönen und jungen Grafen Peter aus der Provence auf eine abenteuerliche Reise nach Neapel schickt, zu seinem nicht wunderschönen Objekt der Begierde, drüben jener Magellonen? Wir ahnen doch alle, was passiert. Peter sticht zu Pferde ritterlich einige verdiente Konkurrenten von Rang und Namen aus, bleibt bei Turnieren zunächst anonym und will sich beweisen. Und die verlassenen Eltern trauern wirklich um ihren wohlberatenen Sohn, der sie mit ihrem Empty-Nest-Syndrom in der Provinz zurücklässt. Die liebe Magellone ist zwar so schwer nicht zu erwingen, denn Peter ist nicht nur bescheiden und von tadellosem Benehmen, er sieht auch einfach verdammt gut aus und ist von Haus aus nicht gezwungen, sich strategisch gut zu verbinden, ist die romantische Liebe schon geboren, theoretisch. Aber wie es im Leben so läuft, Magellone ist dennoch einem anderen versprochen. Man beschließt zu fliehen, brennt zu Pferde durch und Peters slapstickhafte Schusseligkeit bringt ihn für 2 Jahre in die Gefangenschaft eines türkischen Sultans. Beim Betrachten seines Brautgeschenks, 3er Ringe, die er der schlafenden Magellone aus dem Ausschnitt nestelt, stiehlt ihm ein wabendes Medaillon und lässt es über den Meer treiben. Peter versucht, seinen Treuepfand zu retten, treibt bei ungünstiger Strömung in einem Boot weit hinaus aufs Meer und wird von seinen Wettern mit seinem blonden Haar als nicht weniger schönes Geschenk für ihren Regenten betrachtet. Magellone weiß nicht, wie ihr geschieht, aus dem Schlaf erwacht ist zwar Peters Pferd noch da, woraus sie nach erster Empörung schließt, der treulose Schuft habe sich jedoch nicht heimlich davon gestohlen, weil er ihr auch schon überdrüssig geworden ist, sondern ihm müssen wirklich haarsträubende Ereignisse widerfahren sein. Sie macht sich vergeblich auf die Suche und findet schließlich bei einem Schäferpaar Zuflucht und Bleibe. Peter ist in den Gärten der Welt des Sultans zu Diensten, dessen Tochter Sulima, auch nicht von schlechten Eltern, und der die Schönheit des Teufels aus dem Abendland ebenso wenig entgangen ist. Sulima ist gar nicht mal abgeneigt, benutzt Peter sie aber doch eher für die Flucht, als dass er an ihrer Seite zu bleiben gedenkt. Merke, wo zwei sich lieben, leidet immer ein Dritter oder ein Dritter von trauriger Gestalt. Auf Umwegen findet er schließlich das Hirtenpaar, wo Magellone seit ihrer tragischen Trennung lebt. Peter erkrankt auf dem beschwerlichen Weg zurück, wird von seiner geliebten Magellone gesund gepflegt, ohne sie allerdings wiederzuerkennen. Denn die neue Frisur entstellt offenbar bis zur Unkenntlichkeit. Graf Peter, noch den Hof gewöhnt, wenn auch einen Fremden, erkennt Magellone erst, als sie das Haar wieder offen und weniger werktäglich trägt. Nach 2 Tagen war Peter wieder ganz zu Kräften gekommen. Er saß mit Magellone, ohne dass er sie kannte, vor der Tür der Hütte. Bienen und Schmetterlinge schwärmten um sie, denn Peter fasste ein Zutrauen zu seiner Verpflegerin, sodass er ihr seine Geschichte und sein ganzes Unglück erzählte. Magellone stand plötzlich auf und ging in ihre Kammer. Da löste sie ihre goldenen Locken auf und machte sie von den Banden frei, die sie bisher gehalten hatten. Dann zog sie ihre köstliche Kleidung an, die sie eingeschlossen hielt, und so kam sie plötzlich wieder vor die Augen Peters. Er war vor Erstaunen außer sich, er umarmte die wiedergefundene Geliebte, dann erzählten sie sich ihre Geschichte wieder und weinten und küssten sich, sodass man hätte ungewiss sein sollen, ob sie vor Jammer oder über großer Freude zu Herzbrechen schluchzten. So verging ihnen der Tag. Treue Liebe dauert lange, überlebt manche Stunde und kein Zweifel macht sie bange, immer bleibt ihnen gesund. Ja, und darauf habe ich dann retourniert. Und ein Gedicht auch vorangestellt von Frank O'Hara, das ich übersetzt habe. Ich lese es in Englisch und auf Deutsch. Spleen. I know so much about things. I accept so much. It's like vomiting. And I am nourished by the shabbiness of my knowing so much about others and what they do. And accepting so much that I hate. As if I didn't know what it is to me. And what it is to them, I know. And hate. Spiel. Ich weiß vieles über Sachen. Ich finde mich mit vielem ab. Bis zum Erbrechen bin ich angefüllt mit der Schäbigkeit meines Wissens. So vieles von anderen und was sie machen. Und nehme vieles hin, das ich hasse. Wie wenn ich es nicht wüsste, was es sei für mich und was es ist für sie. Weiß und hässlich. Leitfaden für Verliebte. Das klagvolle Vorgehen ist Ihnen das nahe. Wann waren Sie das letzte Mal verliebt und hatten Sie einen Plan? Wie plant man Passion? Man braucht ein Subjekt der Begierde, man braucht einen Text, adressiert, Namen, einen Avatar, einen winkenden Seestern. Man braucht ein Gefühl. Viele Gefühle, überschießende Energie und Zeit, keine Uhr. 2 Pferde, eine Flucht, geschütztes Gelände, man braucht Musik, einen Mix, man braucht sich. Man kann sich nicht finden und nirgends lassen, man hat keinen Ort.
Man ist mit sich nicht mehr alleine und doch oft unbegleitet, weit fort in Gedanken. Man denkt, aber ist nicht. Also spricht man mit Alten, mit Aliens. Man spricht viel, wiederholt sich, redet in Schleifen, nur nicht mit dem Adressaten. Man lädt Dämonen ein. Mitwisser, Mittler, man wartet, pausiert und kapituliert. Vor den nachlassenden Kräften, vor Alltag, Routinen, den ersten Problemen, man sehnt sich weg. Man steigt aus, man macht weiter wie gehabt. Man zweifelt an Habe, Besitz, möchte neue Räume besetzen, nichts als dem eigenen Gefühl. Alles andere wird geistlos, Interesse und Wohlgefallen, lose Enden, kaum mit mehr zu verbinden als diesem Sehnen, das keinen Gegenstand kennt. Nur Geruch, Tastsinn und Gesten. Sich in Blicken verliert, die Mimik studiert, nervös mit Fingern durch Haare geleitet, lacht, Zähne zeigt, Pupillen weitet. Und wie kam jetzt nochmal der Seestern hierher? Sich nervös mit Fingern durch Haare fährt, lacht, Zähne zeigt, Pupillen geweitet. Und wie kam jetzt nochmal dieser Seestern hierher? Winkend. Sich nervös mit Händen an Haaren zieht, lacht, Zähne zeigt, Augen ausweitet, die Platte springt, immer dort, wo es am allerschönsten ist. Hey, that's no way to say hello. Properly waving. Arme, die Rotoren blättern, gleichen endlos lang, den einen erhoben, winkend, ich denke, Apocalypse Now. Höre den Ritt der Walküren, stürzt er oder stürze ich gleich ab? Vom Pferd, welchem Pferd? Arme wie Lanzen, fühle mich völlig erschlagen, jetzt schon, dabei ist das noch nicht mal ein Date. Der Wind mit einem seiner sehr langen Arme hält Vampire fern, ich starre auf den Adamsapfel, die er beim Reden spinnt, wie die Plattennadel. Welche Vampire, Magellone? Wofür stehst du jetzt hier? Hexenprozesse, Provence und Neapel? Wohin geht jetzt die Reise und wo verliert sich die Spur des Geliebten? Noch jeder Vampir hat mich gelöscht. Das war ein Versehen. Das war kein Versehen. Niemand löscht wen aus Versehen. Und außerdem hast du die Nummer gespeichert. Das Verfahren ist eröffnet. Ich klage an und möchte einen Anwalt, der mich und meine Gefühle verteidigt. Gegen endlos langes Warten und ein Zeichen von mir. Moment, gerade war es doch noch schön. Zwei Zentauren, zwei Rappen und jetzt schon wieder ohne die Pferde und nicht mehr im selben Bild. Du treibst ab. Ich kann dich nicht finden. Wenn Liebe die Antwort ist, wie war denn die Frage und wer hat sie wem gestellt? Love is a break, ein Pferd. I've constant fear that nobody is ever near. Niemand sein, bei Schäfern einen Kern, die Haare anders tragen, für drei Ringe in Gefangenschaft geraten, sag, wie hieß der Juwelier? Etwas sein, etwas gelten, etwas vorstellen müssen, Mitgift und Herkunft bestreiten, Konkurrenten abschalten, das Protokoll reichlich überladen und keine Chance zum Augenblick was zu sagen, mit erhobenen Armen winken. Du bist so unglaublich schön. Ist es das? Oder weil du alles musisch begleitest? Hier spielt die Musik und dort wird getanzt und dein Soundfile ersetzt uns Amor, der alle anderen beseitigt oder uns erst richtig in den Schlamassen leitet. Wir waren darauf nicht vorbereitet. Wir hatten schon alles kartografiert, die gesamte Pastorale ausstaffiert. Faun und Plätschern und Bäche, die komplette Kulisse vorgezeichnet. Aber wo sind darin jetzt wir? Und wer ist in wir impliziert? Sind wir denn mehr als Kulisse? Sag du es nur. Wir haben uns noch nicht eingestellt. Doch alle im Saal verlassen sich drauf, dass mit uns einmal mehr die Liebe regiert, als hätte man sie gewählt. Vertritt sie unsere Interessen. Die, und das ist das Dilemma, haben sich von Liebe allein aber längst entfernt. Wir leben inzwischen mit dir. Und die Idee von Stellen und Gerüchen hat den Krieg für unsere Stelle manifestiert. Die wir immer neu zu verteidigen wissen, gegen jeden, der daran verdient will. Und die Liebe soll das jetzt ändern? Eine schöne Idee. Die das eigene Interesse sabotiert für den Wunsch nach Pragmatik und einem Plan, der funktioniert. Alle bürgerlichen Pläne in meinem Leben liegen schief. Aber die Liebe hat sich oft eingestellt und blieb, was muss man mir opfern? Ein Unschuldslamm, das man zur Schlachtbank führt? Ich hätte sie lieber leicht, wie Sommertage, die Haare im Wind bei einer runtergefahrenen Scheibe. Auf Erden haben wir keine wirkliche Bleibe, wir sind nur kurz hier. Und ob eine Fiktion immaterieller Auferstehung wirklich Erlösung bringt, wenn man sich als ganzer Körper sehnt, nach runden Schultern, Armen, Händen, die sich mit einem verbinden, habe ich immer bezweifelt und meine Hände in deinen Five Pockets gewöhnt. Wollen wir jetzt die Kleider tauschen? Uns die Haare raufen oder uns hemmungslos betrinken? Dann sehe ich wieder Seesterne liegen.
Mein Kopf ist entspannt. Er saugt alles auf. Bald ist nicht zu ordnen. Bald wirkt etwas davon überhaupt mir. Romanzen in den Ecken. Und immer bleibt die Frage, wird dann die Liebe allein reichen? Womit füllt man die anderen Stunden? Hat man sich endlich gefunden? Sich nicht mehr verlieren. Da bleiben, wenn die Gedanken abermals schweifen. Kein Lob heißt es, mache dich stolz, wie soll ich dich dann preisen? Ich könnte stattdessen ein Abendspital gründen, das hat Brahms unterschlagen. Oder mit Selbstverletzung eine Wollust bekämpfen, mich Francesca Romana nennen. Bin ich mir der Wolle noch bewusst? Verwahrlosen wäre der nächste Schritt, ich bin ihn noch längst gegangen. Und kam aus Rom, L.A., Sao Paulo wieder zurück und muss in Berlin nicht bleiben. Wag ich's, soll ich wieder gehen? Der alte Fluchtreflex vor allen Emotionen, die mich aufzulösen beginnen, setzt erneut ein. Und wer setzt mich dann wieder zusammen? Die Liebe, sagst du, das kann nicht stimmen. Denn sie hat mich auseinandergenommen, dass ich mich schäme für meine Behelfsmäßigkeit, all das, was ich nie sein werde und für dich doch gern wäre. Die Liste ist lang. Und was steht auf der Habenseite? Nicht mehr als ein sich verzehren, ein Begehr, das sich völlig selbst verschlingt. Also nichts. Wir müssten mit nichts beginnen, uns auf ein Gespür verlassen, das weder Alltagstauglichkeit entbehrt. Zum Schluss ist es eben doch alles, was das Leben lehrt. Wie hältst du es unter der Woche? Wann gehst du zu Bett und nimmst du manchmal das Bad statt ein Pferd? Wir müssten zwei Leben synchronisieren und ich habe erlebt, dass einer von uns beiden immer leicht ins Hintertreffen gerät. Das heißt, in der Liebe wird man etwas verlieren, nachdem man sich irgendwann von Neuem sehnt, wie nach durchwachten Nächten. Als die Startpositionen noch auf Augenhöhe waren, man wird liebend versagen, wenn man das ganze Drama nur eine Umdrehung weiterspinnt. Also muss man alles in ein ewiges Jetzt verwandeln. Hic et nun. Und keine Pläne machen. Wäre das nicht das Beste? Komm, hol mich hier ab und sag, wir leben für heute. Morgen wartet nur das Grab für Liebe und Leben, da will ich noch nicht hinab. Und doch habe ich mehr als einmal gedacht, ich blickte bereits hinein. In Brasiliens Bergen, im Gewitter, Auge in Auge mit einem aufgewachten Elefanten, als mir Blut aus der Kopfwunde leckte, Haare verklebte, die Frisur entstellte, habe ich geglaubt, ich müsste jetzt sterben und wir müssten alles wagen, für immer und jetzt. Denn um es mit Heiner Müller zu sagen, wann zeigt uns die Sphinx ihre Kralle? Und wer sagt uns, wann Zeit schon Frist geworden ist? Also sattel die Pferde, zur Hölle mit den Pferden, wenn du nur mit den Pferden willst. Reiten ist ein tolles Hobby. Und wo du schon so leicht vom Fahrrad fällst, Magelone, ach, vielleicht ein Seepferdchen. Ein Leben im Diminutiv, unter dem Radar, im Garten, eines Kraken unter Seesternen, Kreaturen, die von Liebe nicht leben oder ihr ganz andere Namen geben, wie Instinkt, Trieb oder Spürsinn. Vielleicht kämen auch wir damit hin. Kann man den Körpern vertrauen? Braucht es nicht andere Ideale? Was hält uns zusammen? Wenn alle Sinne nach den Lippen strebten, sich nur ein Bild einprägte, Sehnsucht, die mir zärtlich winkte. Vielleicht müssen wir nur das Medium wechseln, who lost souls swimming in a fish bowl, hier auf der Jähe. Nicht zueinander finden in abgezirkelten Manegen, das soll es ja geben. Vielleicht ist sich fliehen sogar die beste Lösung, denn alone together ist nicht nur im Jazz ein Standard geblieben. Don't change your hair for me, not if you care for me. Each day is a day of mine and I don't fame and riches. Hat sich aus Liebe schon Klassenkampf ergeben. Die Abkehr von den reichen Eltern, mit wenig auskommen wollen, wenn man sich noch spürt, Magelone, hast du uns darin unterrichtet. Wonach also streben, wenn Liebe immer die Antwort ist? I have a dream, mein erster Jazz-Song, A Love Supreme. Den Coltrane als Luther King deklarierte. Aber dann wurde vergessen, wie man sich darin trainiert. Der Liebe haben wir nie den Vorzug gegeben, nur den eigenen Wünschen. Und baten darum, uns kein Haken zu krümmen. So läuft das aber nicht. Wen du liebst, lass ziehen, wie einen Falken, der die Faust nicht kennt. If love's a sweet passion, why does it torment? Fuck yourself, and when's comes my content. Schreiben wir einen anderen Kalender, der nicht danach fragt, was uns zum Glück noch fehlt. Fragen wir den Schäfer, träumt er von Schafen, schläft er? Wie gestalten sich seine Tage? Hat er je Klage darüber geführt, dass er sich falsch verliebte? Aber spricht das schon gegen die Begierde, wenn die Umstände ungünstig sind? Oder stellt sie sich gar nicht erst ein, wenn man zum Hüten bestellt und nicht der Behütete ist?
Zuflucht bei den einfachen Leuten, härtere Arbeit, um sich abzulenken von den übermächtigen Gefühlen. Aber müsste es nicht umgekehrt sein? Sollte sich nicht der Hirte verlieben und der König gewährt ihm Schutz für langsam verfließende Stunden? Zu vermessen, Visionen von Willkommensklassen zu kultivieren, in denen Magellone Migrantin und Graf Peter Piketty ist? Inklusion von Klassenflüchtlingen begrüßen, wenn gleich und gleich sich Liebe gesellt und die Gräben schließen. Ist es nicht das, was Liebe begehrt? Zwei Arme zum Halten, Hände berühren, beschützen, benutzen. Von weitem schon winken. Ich bin hier. Schau. Nicht übersehen werden. Damit beginnt es. Und es hört nicht auf. Secundar. Muchas gracias una vez más a la Casa de la Poesía y al Deutsche Opera, así como a John Paul, Gideon Pope y Julian Pasha. Cuando se me encomendó la tarea de acompañar poéticamente a la bella Magellón y me hice con el material, pensé en mi primer desamor y en cómo mi primer novio me dejó. Tuve que pensar en mi primer desamor y en cómo mi primer novio me dejó cuando decidió que quería pasar más tiempo con su banda de punk que conmigo, el punk, que prefería pasar tiempo con él que con cualquier otra cosa. Mi padre trató de consolarme diciendo, no hay un solo puñado, hay todo un país lleno de ellos, lo que no me reconfortó mucho y aullé con más fuerza. Pero si solo quiero ser la única, solo una. Sin embargo, a diferencia del conde Pedro en la bella Magellón, me volví a enamorar 8 semanas después. Y cuando mi anterior novio vio su piel desechada, flotando y quiso recuperarla, decidí que lo quería de vuelta. Aún así, decidí enamorarme de nuevo. A diferencia del conde Pedro en la bella Magellón, no nos separaron las circunstancias desfavorables y los acontecimientos extraordinarios, por lo que ciertamente también pensé que quien se despide voluntariamente de mí una vez, seguramente lo hará la próxima vez que lo vea. Seguramente lo hará de nuevo en la próxima oportunidad. Y además, tuve un nuevo flechazo, así que mi padre no se equivocó, aunque nunca se vuelve a enamorar. Aunque nunca se vuelva a enamorar, al menos yo no sé nada de eso. Así que mi introducción a la hermosa Magellón se ha convertido en poesía confesional. No he podido evitar detenerme también en mis aberraciones y confusiones amorosas para poder responder a la malhumorada pregunta a los autores. ¿Ha experimentado usted todo esto? Por una vez podría responder con franqueza. Sí, por supuesto. ¿Qué más? Al menos casi exactamente así, porque los poetas nunca son narradores completamente fiables. Tiene razón. Pero primero a las condiciones generales. Y ahí viene, bueno, la inserción, el video, etc. Todo lo que estuvo leyendo, de datos, etc. Y bueno, en 1797, Tieck ya había recurrido al material encontrado tanto en la Alta Edad Media por Bernard de Treves, así como en los cuentos de las Mil y Una Noches. Esta maravillosa historia de amor inspiró a los amantes de todo el mundo a identificarse con ella. Para identificarse con ella. Por ejemplo, Rebeca Lemke de Nördlingen, que fue quemada por bruja, escribía sus cartas desde el calabozo a su marido Peter con «Oh, tesoro de tu inocencia, Magaló». Siempre son las circunstancias externas las que separan o impiden las conexiones más íntimas. Prevenir. ¿Quién no se siente inclinado a pensar en decisiones políticamente explosivas sobre las reuniones familiares hoy en día? Así,
el material o su adaptación por TIC hace que, a pesar de todo ese intelectualismo, uno también encienda su intelecto. Brahms reconoció el estreno con el rechazo de un contexto narrativo convincente. En realidad solo he puesto música a las palabras y a nadie le interesa y nadie se preocupa por el paisaje, ni por el hospital, ni por nada, decía Brahms. Con ello, ya subraya el carácter más bien fragmentario del ciclo y quizá da menos importancia a las partes de la historia de amor que se tiran de los pelos que a los sentimientos intensos. Aunque es precisamente el pelo lo que constituye su punto de inflexión novelístico. Por eso, La Bella Marilón sigue siendo un círculo de canciones menos conocido porque apenas tiene coherencia narrativa sin un guión gráfico, sino que vive de los intensos sentimientos que gira en torno a nada más que los sentimientos del amor. Yo no quiero aburrir con mi interpretación y mi lectura porque creo que todos han conocido de primera mano lo que ha leído Sabine. Si quieren puedo seguir, pero no sé. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Era lo que esperaba. Para los ancianos, una línea del grupo de pop post-punk Blumfeld. Aquí está una vez, no todo lo que la vida pide. ¿Quieres venir conmigo a la vida cotidiana? Aquí prevalecen las ocurrencias extraordinarias y poco cotidianas. Se citan minis cantos cortesanos, así como recitativos, y el propio Brahms, que nunca compuso una ópera, defendió el ciclo frente a su biógrafo Kalbeck como una ópera de bolsillo con las siguientes palabras: ¿no son los romances también una especie de teatro? Y difícilmente podrían ser más teatrales. ¿Debo o no contar la historia que envía al bello y joven conde Pedro desde Provenza en un aventurado viaje a Nápoles a su no menos bello objeto de deseo, esa misma Margarita? Todos sospechamos lo que va a pasar. Pedro vence caballerosamente a algunos rivales de rango, un hombre a caballo, permanece anónimo al principio en dos torneos y quiere demostrar su valía, y los padres abandonados lloran honestamente por su hijo bien educado que les deja atrás en la provincia con su síndrome de nido vacío. El amor de Marilón no fue tan difícil de conseguir, pues Pedro no solo es modesto y de porte impecable, sino que además es condenadamente guapo. Y si uno no se ve obligado por la naturaleza a conectar estratégicamente, el amor romántico ya ha nacido, teóricamente. Pero, como sucede en la vida, Magellón está sin embargo prometida a otro. Deciden huir, se fugan a caballo y el despiste de Pedro le lleva a estar cautivo de un sultán turco durante 2 años. Mientras mira su regalo nupcial, 3 anillos que anidan el escote de la dormida Magellón, un cuervo le roba el relicario y lo deja caer sobre el mar. Pedro intenta rescatar su promesa de lealtad, se aleja en el mar con una corriente desfavorable en un bote y es considerado por sus rescatadores, con su cabello rubio, como un hermoso regalo para su regente. Magellón no sabe lo que ocurre. Cuando despierta de su sueño, el caballo de Pedro sigue allí, de lo que deduce, tras la indignación inicial, que el infeliz no se ha escapado en secreto porque ya se ha cansado de ella, sino que le han debido ocurrir hechos verdaderamente espeluznantes. Busca en vano y finalmente encuentra refugio en un lugar donde quedarse con una pareja de pastores. Pedro está al servicio del sultán de los jardines del mundo, cuya hija Zulima tampoco es de malos padres y que igualmente desconoce la belleza del toy boy de Occidente. Zulima, pero es más probable que Pedro la utilice para escapar que para quedarse a su lado, para permanecer a su lado. Recuerda que donde no se ama, un tercero siempre sufre. De forma indirecta, finalmente encuentra la cabaña de la pareja de pastores, donde Magellón ha estado viviendo desde su trágica separación. Pedro cae enfermo en el arduo viaje de vuelta y es atendido por su amada Magellón, pero no la reconoce, aparentemente por su mal peinado. El conde Pedro, todavía acostumbrado a la corte, aunque sea extranjera, solo reconoce a Magellón cuando lleva el pelo suelto de nuevo.
Después de dos días, Pedro había recuperado toda su fuerza. Se sentó con Magellón, sin conocerla, en la puerta de la cabaña. Abejas y mariposas pululaban a su alrededor. Las abejas y las mariposas revolteaban a su alrededor. Y Pedro tomó confianza con su anfitrión. De modo que le contó su historia y toda su desgracia y todas sus desgracias. Magellón se levantó de repente y entró en su habitación. Y soltó sus dorados mechones de la cinta que hasta entonces la sujetaba, que hasta entonces la había retenido. Luego se puso su deliciosa ropa que la había mantenido encerrada y así de repente volvió a aparecer ante los ojos de Pedro. Estaba fuera de sí, abrazó de nuevo al amante que había encontrado. Luego volvieron a contarse su historia y lloraban y se besaban. De modo que uno no hubiera sabido si tenían el corazón tan destrozado por los lamentos o por excesiva alegría. Así que el día se les pasó. El amor leal dura mucho tiempo, sobrevive a muchas horas y sin duda los pone ansiosos, y su valor es siempre sólido. Y ahí termina, bueno, ahí son las recomendaciones. Que disfruten el videoclip, el corte de pelo, que es de Julián Pashen. Hay un modelo, fotografía, videoclip, Berlín. Esto fue escrito el 12 de enero de este mismísimo año por Sabine Schoff. Ahora voy a leer la poesía que acaba de leer Sabine. Esa fue la introducción que tuvo antes. Y ahora viene la poesía que no sé si está completa. Creo que es una que son para el negro, ¿no? No, el inicio. Sí, por eso es el inicio. Y dice más o menos así. ¿Simpatizas con el procedimiento metódico? ¿Cuándo fue la última vez que te enamoraste? ¿La tenías un plan? ¿Cómo se planifica la pasión? ¿Se necesita un sujeto del deseo? ¿Se necesita un texto, una dirección, un nombre, un avatar, una estrella de mar que saluda? Se necesita un sentimiento, sentimientos, muchos. Un exceso de energía y tiempo, pero sin reloj. Dos caballos, una fuga, un terreno protegido. Se necesita música, un mix, uno se necesita. Y no se encuentra, no se puede dejar en ninguna parte, se queda sin lugar. Uno ya no se queda solo, pero tampoco está acompañado, está alejado, distraído. Uno piensa, pero luego no existe. Ergo, uno habla con todos, con extraterrestres. Uno habla mucho, se repite, habla en bucles, pero sin destinatario. Se invita a demonios, confidentes, intermediarios. Se espera, se detiene, se capitula frente al fracaso de las facultades. Antes de la vida cotidiana, las rutinas, los problemas, uno anhela estar lejos, renuncia, sigue como hasta ahora, duda de las posesiones, de los bienes. Quiero ocupar espacios nuevos con nada, con un sentimiento solo. Todo lo demás se convierte en algo sin sentido, interés, placer, cabos sueltos, conectados a poco más que este anhelo, que por objeto conoce solo el olor, el tacto y los gestos que se pierden en las miradas. Estudia las expresiones faciales, desliza nerviosamente el pelo con los dedos, ríe, muestra los dientes, dilata las pupilas. Y cómo, desde luego, hizo entrada la estrella de mar, que saluda, disco rayado siempre en el punto más bello. Hey, that's no way to say hello. Properly waving, en inglés es fantástico. Saludando, con brazos que parecen palas de rotores infinitamente largas, uno levantado que saluda. Pienso, Apocalipsis Now. Escucho la cabalgata de las banquillas. ¿Se está estrellando o estoy yo a punto de estrellarme? ¿Del caballo? ¿De qué caballo? Brazos como lanzas, me siento ya completamente agotada y ni siquiera es esto una cita. Saluda con uno de sus muy largos brazos, aleja a los vampiros. Me concentro en su manzana de Adán, cómo salta cuanto habla, como la aguja del disco. ¿Qué vampiros? Magellón, ¿qué representas ahora? ¿Proceso contra las brujas? ¿Provence en Nápoles? ¿A dónde viajas ahora y dónde se pierde la huella de la madre? Aún me han borrado todos los vampiros. Eso fue por error. Eso no fue por error. Nadie borra a alguien por error y además guardaste el número.
Se ha iniciado el procedimiento, yo acuso y quiero. Un abogado que defienda a mí y a mis sentimientos. Contra la espera interminable de una señal tuya, un momento. Estaba bonito, dos centavos, dos caballos negros. Y ahora de nuevo sin caballos y ya no tiramos de una cuerda. Estás a la deriva, no puedo encontrarte. Si el amor es la respuesta. La respuesta es que lo era. Entonces la pregunta, ¿y quién se lo pidió a quién? Salud, yo. Sí, ¿no? Terminamos con Sabine y seguimos con nuestra querida Raita. Además, y una cosa que se nos olvidó contar en alemán, el tema del stempel. ¿Cómo es? No. Para los que hablan español, cuando termine la velada, si quieren poner, porque esto, bueno, todavía no recibimos ningún dinero. Y esto hay que seguir pagando y hay que bancar desde ese lugar. Vamos a pasar un gorrito y el que pueda y quiera que deje alguna moneda, algún billetito, todo. La parte del billete me interesa que traduzcas. Y bueno, será así el que pueda y quiera. Y así seguimos. Y el lunes que viene nos vamos a encontrar con otro evento y va a estar Björk Tulip por la parte alemana y mi querida amiga Florencia del Campo, que viene de Madrid especialmente para estar acá con todos nosotros. ¿Sí? Genau, auf Deutsch ganz kurz. Nächsten Montag haben wir hier zu Gast Björn Kulig, ein deutscher Dichter, und Florencia del Campo, eine argentinische Dichterin, die in Madrid lebt und jetzt in Berlin ist. Wir haben noch vom Senat kein Geld erhalten. Alles ist auch nicht finanziert vom Senat, zum Beispiel nicht die Miete für dieses schöne Lokal. Deswegen wird aber das Spenden. So, jetzt sollen wir weiter mit Rita. Ein Moment, Rita. Danke sehr. Und jetzt. In Treblinka gedeihten die blauen Blätter der Lupinen so üppig,
eine schöne Pflanze. Ihre Wurzeln saugen alles auf, erobern. Fleisch und Asche sind geeignete Nahrung. Unter den Tritten der sowjetischen Stiefel schienen sie zu sagen, hier gibt es nichts, nur das Feld und uns und den deutschen Bauern, der für uns sorgt. Was konnten sie wissen? Entre Vinca, trenzaron al alambre de púa, ramas blandas de pino con su perfume azul. Alrededor plantaron árboles. Un paisaje agradable desde afuera. Nadie miró al pasar los edificios. Nadie quiso escuchar el peor gemido, el sabañón que reza, el lloro del cadáver que trajina. Nadie se animó a oler su propio corazón, que supuraba peste. In Treblinka flochten sie in den Stacheldraht reiche Kiefernzweige mit blauem Duft, pflanzten drumherum Bäume, eine angenehme Landschaft von außen. Niemand sah im Vorbeigehen die Häuser, niemand wollte die schlimmen Seufzer hören, die betende Frostbeule, das Weinen des Leichnams, den er schleppte. Niemand wagte, sein eigenes Herz zu riechen, aus dem die Pest eilte. En Treblinka, quien empuñaba el pico, armaba a su asesino. Quien levantaba muros, asfixiaba de a miles. Quien alzaba la pala, enterraba a su hermano. A punta de fusiles, trabajaban y desaparecían, reemplazados por las nuevas camadas. La clínica, un recinto de tiro. El bosque, un criadero de moscas. El vallado, un avariento esófago. In Treblinka bewaffnete sein Mörder, wer nach der Spitzhacke griff. Wer Mauern errichtete, er schickte Tausende. Wer die Schaufel hob, begrub seinen Bruder. Sie arbeiteten unter vorgehaltener Waffe und verschwanden, ersetzt durch einen neuen Wurf. Die Klinik ein Schießplatz, der Wald eine Brutstätte für Fliegen, das Tal eine habgierige Speiseröhre. En Treblinka todo podía ser útil. Pulseras, cambio chico, los mechones de pelo que esquilaban de las adolescentes justo antes de la única ducha. ¡Chinela! ¡Chinela! La eficiencia es virtud. Todo podía ser útil, competente, más rápido. In Treblinka konnte alles nützlich sein. Armbänder, Wechselgeld, die Haarlocken, die sie den jungen Mädchen abschnitten, kurz vor der einzigen Dusche. Schneller, schneller! Effizienz ist Tugend. Alles konnte nützlich sein. Kompetent, schneller. En Treblinka, uno se especializaba en niños, otro, hábil estrangulador. Arquitectos, expertos de la exhumación, el mejor promedio en cremaciones, casi todos amantes de la filosofía, según los testimonios. Un equipo, sin dudas, formidable. In Treblinka spezialisierte sich einer auf Kinder, ein anderer gut im Erwürgen. Architekten, Exhumierungsexperten, bester Mittelwert in Kremationen. Fast alle Liebhaber der Philosophie, sagen Zeugen. Ohne Frage ein bemerkenswertes Team. In Treblinka, el industrioso Dios de la proeza técnica, ensayaba su alquimia, vías ferroviarias transmutadas en hornos, la cruz devuelta a su abolengo de tortura, 900.000 chispas de conciencia combinadas en una, ojo de ceniza que busca todavía
el resto de su cuerpo. In Treblinka übte sich ein fleißiger Gott mit technischer Begabung in Alchemie, Bahnstrecken verwandelt in Öfen, das Kreuz zurückgeführt auf seine Abstammung, die Folter. 900.000 Bewusstseinsfunken verschmolzen zu einem Ascheauge, sucht noch nach seinem Körper. In Treblinka, tres cámaras que crecieron a 13, 25 metros cuadrados, 49 fuego, de 2 metros de altura, 15 minutos bastan, 2.000 almas por hora, 7.000 en 50 vagones, 140 guardias, 25 oficiales, 700 esclavos, un año y 4 meses, cifras en libros que perderán las hojas o en artículos que no interesarán, escritos en idiomas que dejarán de hablarse. Inocentes porotos brotan, innumerables. In Treblinka wurden 3 Zimmer zu 13, 25 Quadratmeter, später 49, 2 Meter hoch, 15 Minuten reichen, 2000 Seelen pro Stunde, 7000 in 50 Waggons, 140 Wächter, 25 Offiziere, 7000 Sklaven, ein Jahr und 4 Monate. Zahlen in Büchern, die ihre Seiten verlieren werden, oder in Artikeln, die keinen interessieren werden, geschriebenen Sprachen, die aussterben werden, unschuldige Bohnen keimen, unzählige. En Treblinka, una muchacha alta robó un rifle y se llevó a unos cuantos. Otro apuñaló a un vigía. Del motín escapó una centena, sorteando perros y ametralladoras. Las construcciones fueron pasto del fuego. A la mañana, una alfombra de caras que los buitres dentales rapiñaron. In Treblinka stahl ein großgewachsenes Mädchen ein Gewehr und legte einige um. Einer erstach ein Wachmann. Beim Aufstand entkamen 100 vorbei an Hunden Maschinengewehren. Die Bauten gingen mit Flammen auf. Am Morgen ein Teppich aus Gesichtern, geplündert von Zahngeldern. In Treblinka vieron al principio las flores. Para algunos es todo lo que hay. Los capullos, magenta, violáceos, incluso varios blancos. In Treblinka sahen sie anfangs Blumen. Für einige war das alles. Die Blüten. Tiefrot, violett, sogar einige weiße. Sin recuerdos nacemos, la vista hacia el futuro. Nos agobia acabar, desenterrar lo muerto, que arda nuevamente. Así, cada vez menos. Cada década que se aleja del trauma, cada generación, testimonios de los sobrevivientes, en los documentales sus hijos, luego nietos. Los bisnietos verán fotos borrosas. Alguno conservará un anillo. Su heredera hará pasar el oro. Todo vuelve a ocurrir con otros rasgos. Se marchitan las flores. En la escuela los alumnos bostezan esperando el recreo. Los turistas dejan escapar risas entre los memoriales. Wir kommen ohne Erinnerung zur Welt, mit dem Gesicht Richtung Zukunft. Es deprimiert uns zu graben, Totes hervorzuholen, damit es wieder aufflammt. So immer weniger. Mit jedem Jahrzehnt entfernt sich das Trauma weiter. Mit jeder Generation,
die Berichte der Überlebenden, in den Dokumentarfilmen, ihre Kinder, später Enkel, die Urenkel, werden verschwommene Fotos sehen. Jemand wird einen Ring aufbewahren. Seine Erbin wird das Gold schätzen lassen. Alles wird unter anderen Vorzeichen wiederkehren. Es welken Blumen, in der Schule gähnen die Schüler, warten auf die Pause. Den Touristen entfernt ein Lachen zwischen den Gedenksteinen. Vielen Dank. Überschwang
das jetzt schläft in dem Stein deines Abenteuers. Du hast die Hände der Götter gehalten, als wären es meine. Du warst Schwester und Vater und Zuckersklave und Arthur von Britannien. Du wirst gehen müssen. Die Wege Feuer fangen, wimmernd und lächelnd, die Abgründe durchlaufen, du. Das bescheidenste Sprießen des Grases. Der Name, den ich dir leihe, ist ein Insekt im Flug. Es ist Zeit, dass du gehst, dass dein Schwert die Hand findet, die es zum Singen bringt. Und der Wille des Lieds geschieht. Primero alguna de las que tenés preparadas, yo no he preparado.